Hi und willkommen in der Zwergenfestung. Heute möchte ich euch das Interface und die wichtigsten Menüpunkte in Dwarf Fortress erklären, damit ihr schon mal ungehindert loslegen könnt. Eine Vertiefung von Einzelmenüpunkten wird dann später in separaten Videos folgen. Ich bin Markus und in wenigen Sekunden geht's los. Ich habe mir lange und gut überlegt, ob ich das Menü nun von oben nach unten erkläre oder ob die Wichtigkeit der Menüpunkte bzw. die Häufigkeit der Benutzung wohl eher sinnvoller ist. Ich bin dann irgendwie bei letzterem hängen geblieben und werde dementsprechend die Punkte in einer Form durchgehen, die gegebenenfalls durcheinander wirken könnte, aber damit sind die weitaus wichtigen Informationen am Anfang des Videos zu sehen. Ich werde jetzt nicht ausnahmslos jedes Menü und Untermenü bis ins kleinste Detail erklären, denn einerseits würde das den Umfang des Videos sprengen und ihr sollt ja auch mit Informationen nicht überladen werden und wollt schnell beginnen und eigene Erfahrungen sammeln. Und andererseits habe ich auch noch meine Grenzen und bin selbst noch dabei, einige Dinge in der Feinheit herauszufinden. So, dann lasst uns mal anfangen. Also um das erstmal zeigen zu können, habe ich ein etwas fortgeschritteneres Spiel im fast vierten Jahr mittlerweile mal geladen und dann wirkt das nicht ganz so langweilig, wenn man noch keine wirklichen Inhalte drin hat. Also wir fangen jetzt mal außen an. Wir sehen erstmal oben rechts in der Ecke erstmal zum Beispiel, wie viele Zwerge gerade nichts zu tun haben, direkt neben dem Datum, welches wir momentan haben. Wir fangen jetzt hier bei dem Spiel, was ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel im Jahr 250 an und wir sind jetzt im Oktober im Jahr 253 zum Beispiel. So, oben in der Mitte sehen wir zum Beispiel die FPS, das heißt, wie oft pro Sekunde denn dieses Spiel nochmal berechnet werden kann. Wenn das irgendwann in den Keller geht, dann wird er merken, da passiert halt eine ganze Menge während des Berechnens und dann schafft euer Rechner es eventuell nicht mehr. Links oben seht ihr auch gerade, dass wir momentan pausiert haben. Und an der rechten Seite sieht man schön, in welcher Höhe wir uns jetzt zum Beispiel gerade befinden. So, wir haben jetzt oben rechts in der Ecke eine Nummer stehen und unten rechts in der Ecke. Ich werde jetzt einfach mal die Höhe ändern. So, und jetzt seht ihr auch schon, dass sich da ein Balken bewegt. Beziehungsweise im Grunde müsst ihr eigentlich sehen, dass dort an der Seite ein Balken, ja, ein kleines Rechteck gehighlightet ist. Und dieses Rechteck bestimmt dann im Grunde, an welcher Stelle man sich gerade befindet. So, wenn ich jetzt weiter hochgehe, seht ihr auch, es wird alles blau, wir befinden uns irgendwo im Himmel. Das heißt, rechts oben in der Ecke haben wir zum Beispiel plus 6 Grad stehen. Das heißt, wir haben noch 6 Ebenen bis zur Oberfläche runter. Das heißt, dieser braune Bereich, der dann hier an der Seite beginnt, der sich hier so ein kleines bisschen bewegt, das ist dann genau unsere Oberfläche, beziehungsweise die Erde. Ne? Und oben drauf, also das heißt, so sind wir dann direkt auf der Oberfläche. Das, was wir jetzt rechts unten in der Ecke sehen, diese 143, das sind die Ebenen, die wir noch bis nach unten haben. Das heißt, hier geht es noch gefühlt endlos weit runter. Und dementsprechend sieht man jetzt auch rechts oben in der Ecke wieder zum Beispiel die minus 13, die wir da stehen haben. Das heißt, wir befinden uns 13 Etagen unterhalb der Oberfläche. So, jetzt gehe ich erstmal wieder zur Oberfläche zurück. Da sind wir wieder. So, und ihr seht auch im rechten Bereich hier einerseits dieses Menü und so eine Übersichtskarte. Da sieht man halt, wo man sich jetzt gerade befindet. Ich finde die, ehrlich gesagt, nicht so richtig glücklich, weil man durch die Symbole das jetzt nicht so richtig gut lesen kann. Also da braucht man schon ein bisschen Übung für. Ganz ehrlich, ich benutze selber eigentlich praktisch nie. Ich blende sie mir meistens selber mal aus und das können wir zum Beispiel mit der Tab-Taste machen. Das heißt, mit Tab haben wir einerseits die Karte ausgeblendet und das Menü in etwas größer dargestellt. Drücken wir nochmal Tab, haben wir ein kleineres Menü. Nochmal Tab, verschwindet das Menü gänzlich. Und noch einmal haben wir zum Beispiel nur die Karte. Ein weiteres Mal sind wir bei dem Ausgangszustand halt wieder. Ich benutze meistens eigentlich das Menü in dieser Form, also als das dünne Menü. Es kommt allerdings schon mal vor, dass zum Beispiel in dem Menü etwas größere, längere Punkte zum Beispiel angezeigt werden, die man so nicht mehr lesen kann. Dort gehe ich dann meistens dann eben in das etwas breitere Menü rein und da kann man eigentlich alles wunderbar lesen. So, der nächste Punkt wäre jetzt einfach, ich habe ja gerade schon erwähnt, wir befinden uns jetzt gerade in einer Pause und es passiert hier gerade momentan überhaupt gar nichts. So, wir sehen hier, steht alles still. Wir können natürlich fortführen mit der Leertaste, die hier ganz unten erwähnt ist.
Und somit haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen Bewegung drin. Sind wir wieder in der Pause drin, können wir mit dem Punkt immer einzelne Berechnungsschritte, also einzelne Frames werden das im Grunde, dann berechnen. Wenn ich also jetzt hier einen Punkt drücke, dann sieht man, dass sich hier und da die Zwerge ganz langsam bewegen. Das heißt, wir sehen ja auch hier, wir haben FPS von 100. Das heißt, in einer Sekunde würde im Grunde so viel passieren, als wenn ich 100 Mal auf diesen Punkt drauf drücken würde. Das sind also minimale Schritte, die hier passieren. Ihr seht schon, hier bewegt sich alles ganz langsam, wenn ich jetzt zigmal da drauf drücke. So, der nächste Punkt wäre, sich den Inhalt im Grunde mal anzusehen. Das heißt, kennenzulernen, was sich an welcher Stelle befindet. Ihr seht eine ganze Menge Symbole. Manche kann man natürlich ganz gut erkennen, vielleicht sowas wie Kisten, die Zwerge natürlich selber oder Stoffe oder ich weiß nicht, Steine zum Beispiel. Aber manchmal weiß man einfach gar nicht, was ist denn das überhaupt, was ich da vor mir sehe. In dem Fall könnt ihr dann einfach K drücken und dann habt ihr dann hier wieder dieses gelbe X und könnt dann damit einfach rumschauen. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, da haben wir unseren Zwerg, den ich Lidi genannt habe, das ist mein Lidi jetzt gerade. Wir haben hier zum Beispiel, ein Clothier, also den Workshop, um Kleidung bzw. Bags oder sowas herzustellen. Ne? Oder hier unten unseren Zimmermann. Wenn man jetzt mehrere Sachen übereinander sieht, nehmen wir mal hier unten zum Beispiel da bei dem Bett, da gehe ich zum Beispiel drauf, da sieht man es, wir haben einerseits das Bett, das ist hier an der Stelle 4. Und ihr könnt übrigens mit Plus und Minus durch diese Liste hier an der Seite durchscrollen. Wir haben allerdings hier nochmal zum Beispiel verschiedene Kleidungsstücke, die hier zum Beispiel mit drauf liegen. Und die sieht man halt hier noch. Wir können dann mit Enter uns diese Sachen zum Beispiel nochmal mit angucken und weitere Informationen zum Beispiel zu der Beschaffenheit des Objektes rausfinden oder zum Beispiel Gravierung oder sowas zum Beispiel auch rauslesen oder verschiedenste Sachen eigentlich. Aber das ist halt möglich, indem ihr halt durch diese Liste einfach durchgeht und mit Enter das zum Beispiel einfach mal bestätigt. Wenn wir es beim Thema Anschauen gerade mal bleiben, dann können wir uns mit V zum Beispiel die Einheiten ansehen. Das heißt, es ist nicht nur unbedingt die Zwerge selbst, sondern zum Beispiel auch Tiere oder Gegner, Besucher und so weiter. So, ich gehe jetzt einfach mal auf V und dann gehe ich mit diesem X hier zum Beispiel in die Nähe eines Zwerges und dann fängt er auch schon an zu blinken und dann sehen wir im Grunde schon die allgemeinen Informationen. Wenn die allgemeine Information, das heißt diese Eingangsseite hier vorne noch nicht angezeigt wird, einfach mal G drücken, das ist für die General Information. Ich gehe jetzt einfach mal von links nach rechts durch. Also G, wie gesagt, die General Information und hier sehen wir halt schon zum Beispiel, was macht der Zwerg jetzt gerade? Das ist jetzt hier dieser oberste Eintrag hier in so einem hellblau und darunter sehen wir zum Beispiel auch, was für Berufe dieser Zwerg ausführt, beziehungsweise wie gut er drin ist. Hier sehen wir zum Beispiel einen Legendary Paper Maker, also der kann ziemlich gut Papier zum Beispiel herstellen. Das haben wir zum Beispiel hier drin und hier können wir auch wieder mit Plus und Minus zum Beispiel einfach durchscrollen durch die Liste. Ist uns die ein bisschen zu lang und haben wir da zum Beispiel zu viele Einträge drin, können wir das auch zum Beispiel beschränken. Unten sehen wir zum Beispiel mit C, B und M haben wir dann die Combat Skills, die Labor Skills und verschiedene, also Miscellaneous Skills dann stehen. Und die können wir dann ein- und ausblenden. Also wenn ich jetzt C zum Beispiel sage, kommt jetzt zum Beispiel die Combat raus und M die verschiedenen und dann bleibt zum Beispiel nur noch dieser Papermaker hier an dieser Stelle übrig. Ja, und mit Enter können wir uns gleichzeitig noch angucken, was denn der Zwerg jetzt gerade überhaupt daran tut. Und hier sehen wir jetzt gerade, der will zum Beispiel zur Activity Zone 8 gerade gehen. Das waren jetzt die General Information hier. Jetzt können wir mit I, also das ist jetzt der untere Bereich dieses Menüs, können wir mit I zum Beispiel ins Inventar dieses Zwerges zum Beispiel wechseln. So, dann sehen wir hier zum Beispiel, was er gerade mit sich herumträgt, beziehungsweise welche Kleidung er zum Beispiel gerade trägt. Auch hier können wir wieder mit Plus und Minus durch diese Liste durchscrollen. Mit P kommen wir dann in das Menü, wo wir zum Beispiel festlegen können, was dieser Zwerg überhaupt für einen Beruf ausführen soll. So, und da können wir zum Beispiel auf L gehen, für Labor, also für die Arbeit. Und dort sehen wir dann auch schon, welche Berufe er ausführt. Das heißt, alles, was weiß ist, wird ausgeführt. Was jetzt zum Beispiel nur so, ich sag mal, so halb grau aussieht, wie zum Beispiel Healthcare oder Crafts,
Da ist dann irgendwas im Untermenü zum Beispiel markiert und das führt dann zum Beispiel aus. Das heißt, mit Enter kann ich hier zum Beispiel bei Mining einfach sagen, er soll Mining jetzt ausführen. Bei Woodworking würde ich dann zum Beispiel bei Enter in das Untermenü reinkommen und kommen zum Beispiel und dann sagen, dass ich hier zum Beispiel Woodcutting zum Beispiel aktivieren möchte. Möchte ich jetzt nicht nur Woodcutting, sondern zum Beispiel auch die ganzen anderen Berufe aktivieren, kann ich natürlich einerseits hier durchgehen und alle einzeln anwählen, das ist dann kein Problem. Oder ich gehe zum Beispiel einfach hier wieder heraus, ich markiere mal einmal ganz kurz was, so. Und wenn ich dann hier in Woodworking drin bin, kann ich jetzt einfach, beziehungsweise als ich markiert habe, kann ich jetzt einfach mit Shift, Enter diesen gesamten Bereich dann markieren, dass der halt alles ausführen soll. Ne, das kann ich jetzt mit verschiedenen Bereichen machen. Von diesem Menü aus können wir jetzt auch noch in den nächsten Punkt wieder springen, und zwar ist das der Wound-Bereich. Das heißt, wir können hier uns ansehen, was für Wunden dieser Zwerg jetzt zum Beispiel jetzt hier gerade hat. Da drücken wir uns einfach auf W und sehen zum Beispiel diese verschiedenen Körperteile. Auch hier können wir wieder durch die Liste mit Plus und Minus durchscrollen und alles, was weiß ist, ist halt hier okay. So, suchen wir uns jetzt mal einen Zwerg raus, dem es vielleicht nicht ganz so gut geht, und dann gucke ich jetzt mal in mein Krankenhaus rein, und dort haben wir mehrere Zwerge zum Beispiel, und hier sehen wir jetzt auch schon, dass hier einige Körperteile zum Beispiel in braun, gelb oder sogar richtig rot erscheinen, und ja, hier sehen wir halt auch schon, dass es den Zwergen nicht besonders gut geht. Manchmal fehlt irgendwie zum Beispiel irgendwie ein Finger oder es ist ein Bein gebrochen oder sowas. Das kann man sich dann halt nochmal etwas genau in anderen Untermenüs ansehen. Gehen wir hier auf Z, das ist dann das Statusmenü. Dort sehen wir dann zum Beispiel, was dieser Zwerg gerade besitzt, also wie viele Objekte er gerade besitzt oder was er zum Beispiel für ein Büro hat oder einen Schlafraum oder so. Das sieht man hier zum Beispiel auch. Und mit Enter sehen wir zum Beispiel auch, was für Gedanken er zum Beispiel hat. Das ist eine ganze Menge zu lesen. Da gibt es auch diverse andere Tools, die ich dann später mal vorstelle, indem man das ein bisschen einfacher wieder herauslesen kann. Aber im Grunde steht hier halt alles, was den Zwerg jetzt irgendwie gerade annervt, was er total toll findet oder was er mal machen möchte. Und dort kann man halt schon viel rauslesen, wie man dem Zwerg zum Beispiel so ein bisschen unterstützen kann. Also wie man ihm das Leben sozusagen ein bisschen schöner machen kann, dass er nicht gleich in nächster Zeit durchdreht oder so. Auch die ganze Geschichte von dem Zwerg, also wie alt er ist und was er bisher so gemacht hat und sowas, das sieht man hier auch drin, aber das ist jetzt nicht weiter von Wichtigkeit. In diesem Menü, wenn ich jetzt mit Escape wieder rausgehe, sehen wir auch mit H die Health Preferences. Das heißt, wir sehen hier auch, wie es denn so geht. Also jetzt nicht nur körperlich gesehen, sondern also welche Körperteile irgendwie verwundet sind, sondern wir sehen hier zum Beispiel auch, dass er gerade gerade nicht stehen kann. Ne? Er muss also von irgendeinem Zwerg zum Beispiel von A nach B gebracht werden, zum Beispiel halt eben ins Krankenhaus. So, das soll es erstmal für dieses Menü sein. So, wir kommen dann zum nächsten Menü, und zwar, wo wir uns gerade die Zwerge sowieso im Einzelnen angesehen haben, können wir auch mit U uns eine Liste von Zwergen ansehen. So, das heißt, hier drin haben wir jetzt alle Zwerge, die sich momentan in unserer Festung befinden. Und hier kann man verschiedenste Sachen herauslesen, auch zum Beispiel, was die jetzt gerade tun. Und wir können auch, wenn wir jetzt einen ganz bestimmten Zwerg zum Beispiel gerade suchen, wir wollen jetzt irgendwie Shoras zum Beispiel haben, den haben wir jetzt gerade schon gesucht, oder ist gerade beim Trinken scheinbar, und wenn wir den sehen wollen, also wo er sich jetzt gerade befindet, dann drücken wir einfach mal auf Z. So, und dann sehen wir hier vorne, hier ist das gelbe X, ich bewege es gerade mal, um es ein bisschen besser darzustellen, und der befindet sich hier vorne zum Beispiel gerade an meiner Brauerei, wo sich so ein Zwerg auch öfters mal gerne aufhält. So, dann kommen wir mal zum Bauen. Wir fangen jetzt mal an mit D. Ich habe im letzten Video schon etwas vorgestellt, was diese Designations angeht. Und zwar können wir uns dann mit D und dem weiteren Untermenü D zum Beispiel innerhalb einer Ebene durch die Erde quasi im Grunde graben. Wir können auch mit H zum Beispiel uns nach unten weiter durchgraben oder zum Beispiel auch Treppen bauen, also aus dem umgebenden Material. Wir können Bäume fällen oder Steine glätten oder gravieren, und hier gibt es halt noch eine ganze Menge Möglichkeiten, wie wir mit der Welt interagieren können.
Dann gibt es allerdings ein zweites Baumenü, wenn ich jetzt nochmal mit Escape wieder rausgehe. Und das ist das B, wo Building jetzt schon dran steht. Und hier sehen wir auch schon eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir hier haben. Hier sehen wir zum Beispiel, weiß nicht, oben der zweite Punkt zum Beispiel, ein Bett zu bauen. Ne? Das würden wir hier zum Beispiel an dieser Stelle finden. Auch mit guten Shortcuts wieder belegt, also Bett mit B halt zum Beispiel. Oder eine Tür zum Beispiel mit D. Manche sind nicht immer so ganz eingehend. Also zum Beispiel, das habe ich auch letztes Mal schon mal vorgestellt, mit den Treppen zum Beispiel, die halt aus irgendwelchen anderen Material außer dem umgebenden Material zu bauen, also zum Beispiel aus Holz. Das wäre zum Beispiel ein Groß C. Auch zum Beispiel Tische stehen hier drin oder Brücken, die man bauen kann oder Brunnen. Das findet man also alles hier drin und manchmal haben wir halt auch nochmal unter Menüs, wie zum Beispiel Wall Floor Stairs und Track zum Beispiel. Dort können wir die dann hier auswählen. So, wenn wir jetzt so ein Gebäude zum Beispiel gebaut haben, sagen wir mal ein Workshop. Die Workshops sind jetzt schon mal eine ganz wichtige Nummer hier zum Beispiel. Das heißt, hier finden wir natürlich alles, worüber wir irgendwelche Dinge zum Beispiel herstellen können. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel in der Mitte haben wir einige Workshops schon stehen. Und wenn wir die zum Beispiel weiter konfigurieren wollen, das heißt, wir wollen zum Beispiel Aufträge vergeben, was diese Workshops jetzt gerade tun sollen, dann drücken wir einfach mal Q und können wieder mit diesem X hier vorne diese Workshops zum Beispiel anwählen und können dort drin dann bestimmen, was hier passieren soll. Also zum Beispiel hier mit A, Add New Task, das heißt, wir fügen dann eine Aufgabe hinzu, zum Beispiel etwas zu brauen in dieser Stelle. Oder wenn wir so einen speziellen Manager halt schon haben, dann können wir auch mit P zum Beispiel das Workshop-Profile einstellen. Das heißt, wer darf zum Beispiel hier arbeiten? Wie gut müssen die Dinge sein, die hier verarbeitet werden? Oder wie gut muss der Zwerg sein, der hier arbeiten darf? Woher darf der seine Ware nehmen und so weiter? Mit Q können wir aber noch mehrere andere Sachen einstellen, wie zum Beispiel auch auf Lagerplätzen, zum Beispiel was hier überhaupt gelagert werden darf. Hier sieht man auch schon, wie das so gehighlightet wird. Und hier kann man halt verschiedene Regeln festlegen, wer denn sich dann zum Beispiel davon bedienen darf und wie viele Schubkarren zum Beispiel benutzt werden dürfen oder wie viele Behälter hier drauf sich befinden dürfen und genutzt werden dürfen. Das kann man auch alles noch mit Q einstellen. Auch geht damit zum Beispiel auf Tischen, Betten oder sowas zum Beispiel, dass man sagt, man möchte hier zum Beispiel einen Essensraum raus erstellen, man möchte einen Schlafraum daraus erstellen. Das geht dann auch alles mit diesem Q-Menü. Dann kommen wir mal zu den Zonen. Wir können verschiedene Zonen definieren mit I. So, mit I können wir hier zum Beispiel so eine Zone zum Beispiel aufziehen, so in Rechteckformat. Und dann wird uns hier rechts an der Seite auch schon gesagt, wie viele Felder sich zum Beispiel drin befinden, die wir halt für etwas Bestimmtes nutzen können. Zum Beispiel eine Meeting Area hätten wir zum Beispiel. Da hätten wir jetzt so zum Beispiel 10x10 Tiles, die wir hier markiert haben. Und dementsprechend könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, das markieren wir jetzt zum Beispiel als Zone, wo sich die Zwerge zum Beispiel treffen können. Darauf aufbauend kann man natürlich wieder etwas tiefer gehen und dann sagen, aus dieser Meeting Area mache ich jetzt zum Beispiel eine Taverne oder einen Tempel zum Beispiel. Ne? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das ein bisschen weiter zu spezifizieren. Auch kann man mit diesen Zonen bestimmen, zum Beispiel, wo Wasser geholt werden soll oder wo gefischt werden soll. Ebenfalls zum Beispiel, wo die Tiere, die man zum Beispiel jetzt gerade besitzt, wo die zum Beispiel gerade grasen dürfen, damit die jetzt nicht die ganze Zeit zum Beispiel durch die Festung laufen und dort möglicherweise verhungern, weil die nichts an Gras finden. Das geht alles genau über dieses. Dann passiert natürlich in so einer Festung eine ganze Menge und man kriegt zwischendurch am unteren Bereich des Bildschirms öfters so Meldungen, was zum Beispiel gerade passiert ist. Möchte man diese Meldungen sehen, dann werden die auch oft an der Seite, wenn man die noch nicht gelesen hat, mit einem kleinen A zum Beispiel markiert. Jetzt habe ich hier gerade kein A stehen, aber wenn ich zum Beispiel A für Announcements dann mit A einmal in dieses Menü reingehe, dann sieht man hier an der Stelle auch, was ist denn hier in letzter Zeit zum Beispiel passiert. Und wenn mich zum Beispiel interessiert, wo was passiert ist, dann kann ich hier mit den Pfeiltasten einfach mal einen Eintrag auswählen, einfach mit Z auf Zoom gehen und springen dann genau an diese Stelle
wo dann genau das jetzt passiert ist zum Beispiel. Wo wir gerade bei diesen Nachrichten hier an der Seite sind, wir haben hier auch zum Beispiel gerade noch ein kleines C stehen, das steht für Combat und das findet man leider nicht unter diesen Announcements, also diesen Nachrichten, sondern das ist etwas umständlicher, nicht ganz umständlicher, man muss es halt wissen, unter Reports zu finden. Das heißt, wir drücken jetzt zum Beispiel einfach R und finden dann hier zum Beispiel alles, was irgendwie mit Kampf zu tun hat oder mit Kampfübungen oder sowas. Das steht auch zum Beispiel hier drin, aber hauptsächlich findet man meistens Kämpfe hier drin. So, und dann haben wir hier diese verschiedenen Einträge, wer zum Beispiel gerade kämpft, und wir können auch hier wieder einen Eintrag auswählen und einfach mit Enter bestätigen und kommen dann in dieses Untermenü und hier sehen wir dann wirklich detailliert, wer was zum Beispiel wie ausgeführt hat, wer zum Beispiel gerade hier seinen Finger irgendwie verloren oder verletzt hat zum Beispiel, wer wie auf wen eingetrümmert hat und sonst was. Das ist alles hier in diesem Menü zu finden. So, auch wieder mit Escape kommen wir hier wieder raus. So, im nächsten Menü kümmern wir uns um die Adligen und Administratoren, also Nobles and Administrators mit dem Shortcut N. So, und hier sehen wir jetzt auch schon, dass ich ein paar Administratoren auch schon benannt habe. Hier können wir auch wieder mit den Pfeiltasten durchgehen und wenn wir hier sehen, da steht vakant dran, dann können wir halt da drauf drücken, mit Enter bestätigen und dann einfach einen der Zwerge zum Beispiel auswählen, der diesen Job zukünftig ausführen soll. Haben wir einen ausgewählt, wie zum Beispiel hier beim Bürgermeister oder Captain of the Guard zum Beispiel, dann können wir hier nochmal reingehen mit Enter und sehen dann, was dieser Zwerg jetzt gerade besitzt. Das heißt, was für ein Büro er gerade hat oder was für ein Dining Room, also ein Essensraum. Und was zum Beispiel gerade seine Bedürfnisse sind. Also momentan sieht es hier bei dem so einigermaßen gut aus. Ich gucke mal bei einem anderen rein, wir gucken mal bei dem Militia-Commander. So, der hatte zum Beispiel auch ein Office, der möchte aber gerne etwas besseres Office haben, aber will zum Beispiel zusätzlich, das sehen wir hier unter Demands, eine Clear Glass Box in Dining Room haben. Ne? Also das sind so die extra Wünsche, die dann zum Beispiel drunter stehen. Aber das sehen wir dann hier und diese Bedürfnisse, die sollte man früher oder später dann wirklich auch befriedigen, damit die Zwerge nicht letztendlich ihren Job hinwerfen. So, das letzte Menü, was ich jetzt hier zeigen möchte, ist das allgemeine Statusmenü, was wir mit Z begehen können. Hier sehen wir den aktuellen Status der gesamten Festung. Also zum Beispiel links oben, wie viel Reichtum, also Wohlstand wir jetzt momentan haben. Der ist nochmal auch unterteilt in Waffen, in Gegenstände aller Art, wie zum Beispiel Möbel oder auch einfach nur Wände, diverse Sachen, die wir halt aufgestellt haben oder auch was die Zwerge gerade mit sich rumschleppen. Links unten sehen wir auch, wie viel Essen wir jetzt momentan gerade haben. Also das nochmal unterteilt auch in Fisch und Pflanzen und Fleisch. Und auch wie viel Samen wir haben, um diverse Sachen nochmal anzupflanzen. Und auch natürlich ganz wichtig, wie viel zu trinken wir zum Beispiel gerade haben. Auf der rechten Seite sehen wir dann, wie viele Zwerge wir insgesamt gerade haben und wie sie sich unterteilen auf die verschiedenen Berufsgruppen. Also wie viele Miner wir zum Beispiel haben oder wie viele Zwerge sich gerade zum Beispiel ums Juwelenschmieden, das nennt man anders, ums Juwelenschleifen kümmern. Wie viele Farmer wir haben und so weiter. Da hat man eine schöne Übersicht auf jeden Fall drüber. An der oberen Seite haben wir nochmal so ein Menü, durch das wir hier durchgehen können. Wichtig ist hier auf jeden Fall die Stocks. Auf die möchte ich jetzt auch erstmal nur eingehen. Vielleicht noch eine weitere Sache. Die Stocks haben wir aber auf jeden Fall hier schön unterteilt in die verschiedenen verschiedene Kategorien von Gegenständen, also wie viele Betten hier wir zum Beispiel haben. Rechts an der Seite sieht man dann, welche Betten das insgesamt dann sind. Also zum Beispiel hier haben wir stehen, dass wir 42 Betten dann insgesamt haben und rechts sehen wir zum Beispiel 40 Baumbetten zum Beispiel, haben wir 5 Stück. So, diese können wir aber nochmal weiter unterteilen. Das heißt, hier sind sie in solchen Gruppen zusammengefasst. Wenn wir aber jetzt mit Tab nochmal wechseln in eine etwas andere Ansicht, dann sehen wir hier alle 42 Betten untereinander aufgeführt. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel auch die verschiedenen Qualitätsstufen dieser Betten. Ne? Denn diese verschiedenen Symbole davor, ob da jetzt ein Minus ist, ein Plus, ein Malzeichen oder dieses dreifache Gleich zum Beispiel,
Das bestimmt jedes Mal die Qualität des einzelnen Bettes. Wenn wir uns also zum Beispiel für ein bestimmtes Schlafzimmer, was wir einen Zwerg herstellen möchten, etwas besonders überlegen möchten, dann kann man hier zum Beispiel durchgucken und ein bestimmtes Bett zum Beispiel raussuchen und das genau dort installieren. So gehe ich jetzt nochmal hier raus aus dieser Ansicht, können wir uns auch nochmal mit der Health-Ansicht auseinandersetzen. Und die ist ein bisschen schwierig zu lesen. Es gibt noch diverse andere Tools, mit denen man das etwas besser auslesen kann. Aber im Grunde sehen wir dann hier die verschiedenen Zwerge, allerdings auch Tiere zum Beispiel. Und hier sehen wir halt, ob die in irgendeiner Weise ein Problem haben. Hier drunter sehen wir auch schon eine Legende, was die einzelnen Symbole bedeuten. Ich gehe das erstmal weiter runter, dann sehen wir vielleicht nochmal andere Zwerge. Da sieht es schon ein bisschen komplizierter aus. Ne, das heißt, hier muss zum Beispiel irgendwas von irgendeinem Medizwerg irgendwie noch erledigt werden. Das heißt, da muss zum Beispiel irgendwie ein Bein geschient werden oder der braucht eine Diagnose gerade oder einen Chirurgen oder sowas. Ne? Das sehen wir im Grunde alles hier drin. Wir sehen hier auf der linken Seite in dem Menü auf jeden Fall so eine generelle Zusammenfassung des gesamten Gesundheitsstatuses, ob der Zwerg gerade irgendwas benötigt, eine Diagnose benötigt oder irgendetwas anderes passieren muss. Und wir können halt mit den Pfeiltasten nach rechts und links durch dieses Menü, also durch die Details, nochmal ein bisschen weiter durchgehen und sehen dann hier nochmal weitere Problemchen oder sowas, die halt hier nochmal weiter aufgeführt stehen. Aber ich möchte jetzt nicht zu tief hier drin abdriften. Ich hoffe, dass dir die Übersicht schon mal etwas geholfen hat, das Interface etwas besser zu verstehen und in deiner eigenen Festung vorwärts zu kommen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo. Im nächsten Video werde ich dann etwas näher auf die Benutzung von Lagerstätten eingehen. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.